Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das Wort danach. Was bedeutet danach? Ja, danach bedeutet, dass etwas zeitlich nach etwas anderem passiert. Ja, zum Beispiel, zuerst muss er seine Arbeiten erledigen. Danach kann er sich mit einem guten Buch entspannen. Ja? Also, eine zeitliche Abfolge. Erst erledigt er seine Arbeiten und danach kann er sich entspannen. Ja? Also, du lernst jetzt Deutsch und danach, später, machst du etwas anderes. Ja, du schaust dir dieses Video an und danach gehst du spazieren. Danach isst du. Danach machst du ganz viele andere Dinge. Okay? Also, du schaust dir dieses Video an und danach schaust du dir noch mehr Videos von mir an, zum Beispiel. Ja? Eine zeitliche Abfolge. Das bedeutet danach. Okay? Ich hoffe, dies war hilfreich. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis morgen.